Kurz vorgestellt, heute das Teamspiel You've Got Crabs. Genau, das ist ein Spiel für 4 bis 10 Spieler. Ihr solltet 7 Jahre alt sein und eine Runde dauert um die 20 Minuten. Ja, Ziel des Spieles ist es, herauszufinden, ob dein Teampartner Crabs hat. Hinter diesem Wortlaut steckt dann, dass der Teampartner 4-mal die gleiche Krabbe auf der Hand hat. Sollte er dies haben, ruft er laut: You've got crabs. Ist es richtig, bekommt das Team Punkte. Ist es falsch, muss es Punkte abgeben. Es kann aber auch durchaus sein, dass das andere Team mitbekommt, dass ihr selbst 4 gleiche Karten habt. Dann können diese selbst auch sagen: You've got crabs. Aber wie finden die das dann heraus, dass wir 4 gleiche Karten haben? Das kann man ganz einfach herausfinden, da nämlich die einzelnen Teammitglieder am Anfang ein visuelles Zeichen abmachen müssen, indem sie dem anderen damit symbolisieren, dass sie 4 gleiche Karten auf der Hand haben. Und sie sagte schon, es muss halt über dem Tisch stattfinden, ihr dürft halt nicht unterm Tisch mit den Füßen aneinander rubbeln oder sowas. Das wäre verboten. Es kann beispielsweise ein Nasenrümpfen sein. Oder ein Zwinkern oder was auch immer. Irgendwie, dass ihr visuell hinbekommt, das dem Partner mitzuteilen, ohne dass die anderen das natürlich mitbekommen. Dann gibt es in der Tischmitte noch einmal die Crabbing License. Die zeigt an, welche Tischseite im Moment Karten tauschen darf, um natürlich auf die 4 Karten rauszukommen. Ist die Tischseite durch mit dem Tauschen, wird die Crabbing License gedreht und die anderen sind dran. Bis keiner mehr tauschen möchte, dann kommen neue Karten. Das Spiel ist dann vorbei, wenn der Topf letztendlich leer ist und keine Krabben mehr verteilt werden können. Ja, vom Platz her nimmt das Spiel schon mehr ein, weil ihr halt rund um den Tisch herum sitzen müsst. Und dadurch, dass es halt ein Teamspiel ist und bis zu 10 Spieler, kann es schon sehr viel Platz in Anspruch nehmen. Aber vom eigentlichen Aufbau sind es in der Mitte nur die 4 Karten, der Nachziehstapel, der Ablegestapel und die Crabbing License.